Und hallihallo Marc, herzlich willkommen. Digga. Wurde selber so gerade begrüßt, deswegen habe ich jetzt zurückgediggert. Gediggert. Alter, ey. Cool. Gyros, Tzatziki und Krautsalat. Boah, hätte ich aber jetzt auch Bock drauf. Ich hätte jetzt Bock auf Döner. Hallöchen. Hallo. Hallöchen. Geil, Krautsalat, Alter. Boah. Döner. Komm her, du doofe Kuh. Also bei mir gibt es jetzt gerade Spaghetti mit Sahnesoße und Dönerfleisch. Das klingt nicht so lecker. Oh ja, das ist mega lecker. Ich bin kein Fan von Sahnesoße und Dönerfleisch auch nicht, von daher. Oh ja, ich mag beides und die Kombination ist auch mega cool. Bin ich raus. Einen coolen Wolf. Könnte man die nochmal Knochen. Ah, mit Knochen? Ach. Ich habe ihm heute Fleisch gegeben, das hat nicht funktioniert, das weiß ich doch warum. Ja, Fleisch ist für die Paarung dann. Ah, der kam halt Herzen, aber... Ja, ja, Paarung. Dann mag er dich. Ja. Nee, Paarung. Ja, aber das ist ja wohl. Und dann habe ich ihn aus Versehen mit einer blanken Hand gehauen, da hat er mich nicht mehr so lustig gefunden. Nee. Aber am geilsten ist, wenn du dann einen Wolf... Scheiße, wo bin ich? Einen Wolf hast? Du hast keinen Wolf scheißen. Cool, ich hab noch eine Schlucht gefunden. Das wurde ja dann später noch nachgefragt, tatsächlich. Achso. Ja gut, soweit. Also hab ich nicht gesagt am Tag, sondern bei Sonnenlicht, glaube ich, oder bei direktem Sonnenlicht. Irgendjemand hat das ganze Weizen. Der Hände ist übrigens gestorben. Der ist safe gestorben, wir haben nämlich eine Line-Up bekommen. Was denn? Hier lagen einfach zwei Leinen rum. Achso. Ha! Meine Lamas! Hast du eingezäunt? Nö, der wir, da sind so. Papp. Jetzt haben wir zwei Lamas. Die Leinen lagen halt rum, mit denen die festgehalten wurden. Jetzt habe ich die angebunden. Mit einem schönen Gehänge. Oh, ich sehe die. Ach doch, die. Da sind die. Ja, ich hab jetzt Benni, soll ich dir mal mein Haus zeigen, Benni? Will ich das sehen? Na, noch sieht es nicht besonders toll aus. Ja, dann zeig mir doch, wenn es besonders toll aussieht. Hier, jetzt einfach nach unten. Hui. Flups. Treffst Loch nicht. Ja, treffst du es? Nee, es ist zu glitschig. Ich komm wirklich nicht rein. Sag mal. Jetzt. Ich komm wirklich nicht rein. Vielleicht, weil dein Schild da im Weg ist. Keine Ahnung. Schieb dich weg mit meinem Schild. Au. Ja, warte mal, bleib mal stehen. Was denn? Also die Schere noch von mir, oder was? Oh, wow. Ja. Hättest aber noch das Seegras hier abschneiden können damit, ne? Das kannst du auch mit der... Mit der Hand? Mit der Hand. So, du wirst also der Zwerg sein, der unter meinem Strand wohnt, weil ich wollte mir eigentlich noch hier einen Strand hinbasteln mit mehr Sand. Kannst du also den Strand oben drauf machen? Jetzt ist ja noch nicht so viel Sand, tatsächlich. Das ist eigentlich bloß erstmal für mich der Ausgangspunkt, die Basis quasi. Und dann, no? Ja, genau dafür. Falls übrigens genau jemand Samen braucht, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Stacks Samen. Samen. Fast 5. Benni hat Samen. Also ich habe 2, 3 Milliliter davon. Verdummtes kommt da schon ziemlich hin, ja. Ich fand das in der Tat lustig. Was ist das denn hier alles, was wir machen? Wie war das? Füße hoch, der kommt flach. Ja, da brauchst du keine Füße hochnehmen bei der Höhe. Was heißt flach? Der hat lange gezogen. Was ist denn das für ein cutes Etwas? Um mal das Känguru zu zitieren. Ein Faultier würde ich jetzt sagen. Nee, das ist ein Waschbär, aber er ist trotzdem mega cute gezeichnet. Eigentlich auch schon der Schneemann war es auch schon. Da werde ich aus der Schlafstube aus von der Schlafstube aus angebrüllt. Das ist ein Waschbär! Zu Recht. Keine Ahnung, woher soll ich denn sowas wissen, dass das ein Waschbär darstellen soll? Sieht dann aus wie ein Faultier. Dem du die Augen. Ein Faultier ist nicht grau! Faultier haben braunes Fell. Ist ein graubraun. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Waschbär. Das ist eine Spezialkreuzung, so. Nein, es ist nicht. Eine Spezialkreuzung? Also die habe ich eigentlich vor der Haustür. Ha, ha, ha. Ein Witz. Alter. Jagt den
Oh, wirklich? Felix. Nee. Ich bin von Arbeit gekommen, ich habe niemanden zum Quatschen gehabt, tut mir leid. Und deswegen musst du uns jetzt damit foltern, sagst du? Yep. Ihr hört eh zu. Ich kann mich muten. Ihr seid eh da. Wir können uns alle muten, aber okay. Dann schreibe ich halt in den Felix, Chat. Du hast meinen Chat nicht offen, ne? Nein. Ich lese mal vor. Du bist eine Spezialkreuzung, Herrn von zu. Ja, danke. Nee, ich werde es meinen Eltern ausrichten. War der gleiche Sinn. Sie ist positiv, du bist was Besonderes. Ja. Ist nicht so wie die anderen. Ach, ging an Ja gut, dann habe ich ja den Falschen vorgelesen. Xeli, das ging an dich. Ja, was, das ging an Xeli? Ja. Ja, dann kann Xeli jetzt seinen Erzeuger dafür danken, dass es weiterreicht. Jetzt weiß ich, warum ich den Busch aufgestellt habe. Wenn du in den Busch fällst, kriegst du keinen Fallschaden. Der bremst dich. Das ist doch Spinnweben, ey. Ja, aber der Busch wehrt außerdem noch Monster ab. Aber er hat mich gerade davor bewahrt, Haufen Schaden ich zu kriegen. Faden bekommen? Achso, das sieht hier so aus. Ich wollte eigentlich 1, 2, 3, 4. Okay. Was ist das hier? Ist das die richtige Höhe? Bruchstein, okay. Achso, weil, okay, das so sieht Stone bei mir aus. Nett, nett. Haben wir das auch mal geklärt? Was, und den Seetang, muss ich den extra noch trocknen oder kann ich den einfach so zum Verfeuern? Musst du irgendwie trocknen, aber ich weiß nicht, wie man den trocknet tatsächlich. Frag mich dazu nicht, ja, da bin ich raus an der Stelle. Mrs. Neko? Nennen Sie aber Neko. Neko, müsste ja das gelesen haben. Die hat ja vor uns gesagt, die hat alles gelesen. Es ging um die Füchse. Alter. Ach so. Ich dachte alles. So eine Art Hermine Granger für Minecraft. Nicht böse gemeint, ich bin immer so. Ja, ist immer so verpeilt, das stimmt. Das ist aber unlustig, aber okay. Ja, also, entweder du kommst damit klar oder du hörst weg. Kira. Könnte das Fresse tatsächlich als Ausgucksbereich machen? Ich wollte eh. Ausgucksbereich? Ja, Richtung Leuchtturm, dass ich dann hier langsam lockerer werde, dann oben noch die Kuppel drauf. Wäre jetzt mein Plan tatsächlich. Ich tue jetzt mal den Seetang mit Kohle bevor vertüdeln. Meinst du, das im Brennen? Ich würde ja fast behaupten, geht irgendwie anders einfach. Weil. Naja, aber. Kannst du einfach auf den Boden mit Rechtsklick machen oder sowas? Ey, cool, man kann Seetang im Ofen verbrennen. Ja. Was kommt dabei jetzt raus? Achso, du hast den hast du oben reingeschmissen, ne? Zum oben verbrennen. Ja, getrockneter Seetang. Ja, dann war es doch richtig. Süßte. Naja, wir haben ja früher Minecraft mit Rezepten und so einen Spaß gespielt. Wir haben das mit ausprobieren. Ja. So, ich gehe jetzt mal kurz. Ich mute mich mal kurz. Ich hab der Lumi gestern schon gesagt. Früher musst du alles wissen. Das waren noch Zeiten. Ich brauche später auch noch viel Glas tatsächlich. Wie ist das Falsche drin gelaufen? Über 5 Stacks davon. Dann brauche ich aber hier nochmal Dille. Und ja, ich gehe auch zum Fackeln craften an den Crafting-Tisch. Frag mich nicht warum. Gewohnheit. Da geht's weg. Oh. Gefunden. Moment. Falsche Höhe gemacht. Ach, ich bin doch ein Trottel. Oh, dann sieht's kacke aus, wenn ich seine Höhe niedriger mache. Kann ich es nur bodentief machen? Ich
Das ist dann auch noch falsch, ach Gott. Jupp, muss man. Und wie gesagt, bitte... Niedriger haben. Okay, hast du eigentlich inzwischen ein Dach? Nö. Stehst du gerne im Regen? Für mich war jetzt die Farmanlage erstmal wichtig. Ach so. Aber das Dach kommt auf jeden Fall noch. Arm Schmarrn. Ja, willst du jetzt noch eine zweite Etage haben? Ja, eine zweite Etage definitiv. Nein, ich bin so ein Fan. Xelenia, wie geht's denn dir so? Was hast du denn am Wochenende gemacht? Meine Xelia erzählt mir immer nur, was er macht am Wochenende. Dass er zum Beispiel Sturmfeuer hat er gestern. Wer hat er mir erzählt? Eure beiden Namen passen aber auch schon ziemlich zusammen. Beide fangen mit XE an. Ist das Absicht? Oder Zufall? Das war Absicht. Ja, okay. Jetzt nicht mehr, oder was? Das klingt so. Nee, das war bei der Namenswahl Absicht, so muss man es korrekterweise sagen. Nicht hier, da sind so Steine runtergefallen. Mir sind Steine. Ah! Aua, 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 aua. Au, au. Menno! Stein im Weg, so. Was feiern? Ach so, ich komme nicht so raus. Sonst geht's dir gut, sehr schön. Oh, mir geht's auch gut. Ich bin nur ein bisschen, hab's vorhin schon erzählt. Ich bin nur ein bisschen müde, weil gestern lange Minecraft gespielt. Ansonsten geht's mir natürlich auch ziemlich gut. Ich kann mich zumindest spontan jetzt nicht beschweren. Das ist wieder was. Birkenholz hier ist. Wenn man da so halbtot durchs Wasser schwimmt, ne? So, wenn man kommt von hinten der Wasserzombie. Und knüppelt an einem großen Zeh. Machen das doch hier mit dem Außenrumgang tatsächlich, aber dazu brauche ich noch Steine. Halt. Irgendjemand von euch irgendwann mal ein großes Sandbiom oder so ein Spaß findet, kann er mir mal bitte Bescheid geben. Ich glaube, wir wollen auch genannt Wüste. Wir wollen alle Wüstenbiomen haben tatsächlich. Ach, ihr braucht wohl Fenster? Jeder braucht Glas und du hier hast auf jeden Fall nicht genug. Ach, ihr braucht Fenster? Oh fuck, hier kommt Sand. Schade, dass man nicht Sand nachpflanzen kann, ne? Nachpflanzen, ja. Das wäre super, ja. Sand vermehren. Ach ja, und ich wollte noch eins fragen. Bauen wir Gebäude eigentlich so, dass sie grundsätzlich den physikalischen entsprechen? Also ein großer Balkonüberhang braucht der unten Stützen, oder? Es wäre cool, wenn es nicht in der Luft schwebt, aber ich muss es nicht sagen. Da muss noch eine Stütze mehr ran, weil das physikalisch nicht funktioniert. Das nicht, aber... Es wäre okay. Cool, wenn das aber so aussieht, also als wäre das theoretisch, zumindest auf den ersten Blick, möglich. Möglich. Ja, eine Luft schweben wäre cool, wenn es nicht ist. Das wollte ich noch vorher fragen. Kannst du mich einfach slash seed eingeben, oder? Den Befehl kannst du jeder machen, oder? Genau. Neko. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wenn ich den slash seed mache. Ist kein spezieller Seed. Scheiße, Wassereinbruch. Kiste. Die hier oben in der Wohnung stand, die eine. Ich hab die unten eingeräumt. Ach, dann nach oben. Die wurde halt schön aufgeräumt.
Ja. So, gehen wir mal weiter. Minen. War ich auch schon. Die Beschriftung angefangen habe.